Verleihung der Awards ist der Programmpunkt, mit dem die Nachmittagssession beginnt. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass ich das hier ankündigen darf. Ich beschränke mich auf das, was man neudeutsch Anmoderation nennt, möchte aber trotzdem ein paar Sätze dazu sagen. Also, wie gesagt, erster Punkt, ich freue mich darüber, dass diese die Age Awards verliehen werden, sowohl für die Preisträgerinnen und Preisträger natürlich, aber auch für die, die Age, weil ich denke, dass auf diese Weise nochmal wieder ein Öffentlichkeits- und Reputationsgewinn dadurch zustande kommt. Verleihung der Awards ist man natürlich im Schatten der Oscar-Verleihung geneigt, da irgendwelche Vergleiche zu ziehen. Ich verzichte darauf vollständig, weil ich nicht weiß, wem ich da einen Gefallen oder auch keinen Gefallen täte, sondern beschränke mich darauf, nicht nur meiner Freude Ausdruck zu geben, sondern auch mich geehrt zu fühlen, das hier ankündigen zu dürfen. Sie sehen, ich habe dieses hier in diesen Kreisen weitgehende Kleidung, ausgestorbene Kleidungsstück namens Krawatte angelegt, um es auf diese Weise auch dem digitalen Vergessen zu entreißen. Freude, Ehre ist das zweite Stichwort und das dritte ist Spannung. Ich selber bin natürlich auf die Preisträger gespannt und ganz besonders auf die Preisträger der Poster-Session. Ich habe das gestern mit großer Spannung verfolgt und mich sehr schwer getan, da meine Entscheidung zu treffen. Bin natürlich sehr gespannt, ob andere eine ähnliche Wahl getroffen haben. Soweit meine Anmoderation. Jetzt gebe ich weiter an die Moderatoren der Verleihung der einzelnen Preise. Moderatoren oder auch möglicherweise Laudatoren, weiß ich nicht, wird sich zeigen. Auf jeden Fall sind sie alle bestens vorbereitet darüber. Davon bin ich überzeugt. Es werden also jetzt die Preise verliehen. Daria.de Fellowships von Stefan Schmunk. Der The Age Award wird verliehen von Miriam Blüm oder überreicht, wie auch immer. Und für den Poster Award ist Werner Wegstein zuständig. Ich gebe jetzt ab an meine Moderatorenkolleginnen und Kollegen und bin, wie gesagt, ganz besonders gespannt, wie dieser letzte Preis eigentlich dann an wen vergeben wird. Schönen Dank. So, ja, herzlichen Dank. Wir sind alle sehr gespannt und freuen uns sehr über die Verleihung von diesen drei Preisen bzw. die Bekanntgabe eben der Daria.de Fellowships und Awards und eben des Poster Awards. Um das vorwegzunehmen, den Jurys, die die Verleihung dieser Awards durchgeführt haben, fiel es wahrlich nicht leicht. Es waren sehr viele ganz tolle, sehr innovative Projekte von einer Vielzahl von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern aus der Breite der Digital Humanities, die wir gestern und heute schon erfahren durften, vorhanden. Ich möchte Ihnen, bevor wir zur eigentlichen Preisverleihung kommen und zur Bekanntgabe, allerdings noch einige Punkte kurz darstellen, was wir damit überhaupt bezwecken. Also insofern, die Spannung ist noch ein wenig erhalten. Wir haben drei Ziele mit den Daria.de Fellowships und Awards verfolgt, nämlich wir verstehen unter digitalen Forschungsinfrastrukturen vor allem auch soziale Komponenten. Wir haben die letzten beiden Tage gehört, dass Nachwuchsförderung gerade in diesem interdisziplinären Feld der Digital Humanities, also von den Geisteskulturwissenschaften zur angewandten Informatik, Informatik bis hin zu Informationswissenschaften, sehr interdisziplinär, sehr breit aufgestellt ist. Und aus dem Grund müssen sich letztlich Projekte, Organisationen, die sich mit digitalen Forschungsinfrastrukturen kümmern, auch immer um soziale Forschungsinfrastrukturen kümmern. Und dazu zählen eben die Fellowships und auch die Awards. Der zweite Punkt, der für uns wichtig war, ist die Nachwuchsförderung. Gerade in diesem interdisziplinären Feld und last but not least, wir wollten und haben damit hoffentlich auch neue innovative methodische und Forschungsansätze unterstützt. Vergeben werden heute 5 Fellowships und 3 DH Awards. Die 5 Fellowships beziehen sich
vor allem auf Doktoranden, Postdoktoranden. Wir hatten 29 Bewerbungen hierbei. Die Age Awards richten sich vor allem an BA, MA-Studierende, aber auch Studierendenprojekte, Studentenprojekte. Auch da haben wir einen Preisträger, Preisträgerin heute unter uns, sodass wir letztlich den kompletten Bereich der Nachwuchsförderung abdecken möchten. An dieser Stelle ein sehr großes Dankeschön an das BMBF und den Projektträger, die diesen Weg mit uns gegangen sind und auch sehr bewusst und ohne Zaudern sagten, das ist wichtig und das gehört dazu. Und das ist Teil einer digitalen Forschungsinfrastruktur in Deutschland. Also herzlichen Dank an dieser Stelle an das BMBF. Gut, die Spannung steigt. Ich möchte Ihnen noch kurz die Jurymitglieder vorstellen. Ich lasse Sie noch ein bisschen hängen, Sie merken das. Die Daria.de Fellowships wurden vergeben von den Clusterkoordinatoren von Daria.de. Dirk Wintergrün für die wissenschaftliche Begleitforschung, Ulrich Wartmann für das Cluster E-Infrastructure, Thomas Stecker, Heike Neuroth und ich für das Cluster Wissenschaftliche Sammlung und Forschungsdaten, Fotis Janidis von der Uni Würzburg für Big Data und Andrea Rapp für das Cluster Annotation. Jetzt würde ich direkt an dich. Genau. Da ich den Award verleihen darf, darf ich auch diese Folie präsentieren. Und zwar möchte ich Ihnen gerne noch die Award-Jury vorstellen. Das war besetzt mit Professor Tara Andrews von der Universität Bern, Christoph Kümmel von der DFG, Andreas Räuber, TU Wien, mein Kollege Stefan Schmunk von der SUB Göttingen, Frau Angelika Storrer, Universität Mannheim und Rainer Stotzka vom KIT. Wir haben heute Morgen überlegt, ob wir die Spannung noch weiter anhalten, aber ich möchte die Spannung auflösen und zu dem ersten Daria.de Fellowship übergehen. Benedikt Fächers Projekt beschäftigt sich mit der Bereitstellung und Nachnutzung von Forschungsdaten in den Geistes- und Naturwissenschaften. Aufbauend auf einer standardisierten Befragung unter 1600 Forschenden in Deutschland soll eine vertiefende empirische Studie Aufschluss über die Anforderungen der effektiven Nachnutzung von Forschungsdaten in den Geistes- und Kulturwissenschaften geliefert werden. Sie merken, das ist im Bereich der wissenschaftlichen Begleitforschung angesiedelt. Lieber Benedikt Fächer, wenn ich dich bitten dürfte, hier gerade nach vorne zu kommen. Oder? Machen wir dann an. Genau. Erstmal noch nicht. Gut, der zweite Preisträger ist Dennis Mischke mit seinem Projekt Mapping Captivity Narratives. In dem Projekt Mapping Captivity Narratives, analytische Transformation, Texttransformation zum Aufbau eines Zitatatlas der amerikanischen Literatur, versucht Dennis Mischke, das erste Genre der kolonialen amerikanischen Literatur, sogenannte Gefangenschaftserzählung, digital zu kartografieren und mit dem Tool der Digital Humanities neu zu erschließen. Das Projekt versucht dabei, intertextuelle Bezüge der amerikanischen Literatur räumlich abzubilden und dadurch zu ermitteln, wie sich religiöse und weltliche Ideen in der interkulturellen Begegnungszone des kolonialen Amerika verbreitet haben. Dennis Mischke, auch ich bitte komm nach vorne und herzlichen Glückwunsch dafür. Und wir kommen auch direkt zu dem dritten Fellowship. Sascha Förster mit dem Projekt Die Suche nach den Nachkriegskindern. Wie kann man 4.095 ehemaligen Teilnehmern einer Studie aus dem Jahr 1952 wiederfinden? Genauer gesagt, wie kann man die Studie Deutsche Nachkriegskinder revitalisieren? Diese Frage hat sich Sascha Förster gestellt und seine Antwort besteht aus einer Vielzahl von digitalen Methoden, darunter der Aufbau einer Adressdatenbank, Crowdfunding und Crowdsourcing, immer unter der Prämisse von Open Science, einer offenen und transparenten kommunizierten Forschung, die teilt und mitteilt und nachnutzbar ist. Lieber Sascha. Kommen wir zu dem vierten Fellow.
Martin Fechner mit seinem Projekt Data Adaptions als Analysemethode für geisteswissenschaftliche Forschung. Martin Fechner promoviert am MPI für Wissenschaftsgeschichte hier in Berlin zum Thema Kommunikation von Wissenschaft in der Neuzeit am Beispiel der Erfindung der Spektralanalyse und des Lasers. Hierbei erforscht Martin Fechner die Ausbreitung von wissenschaftlichen Themen und ihre Darstellung in verschiedenen Medien im Rahmen eines Projekts Data Adaptation. Lieber Martin, herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Und last but not least, Canan Hastik mit ihrem Projekt Ontologiebasierte Annotation digitaler Kunst. Das Projekt ist eine Studie zur Auswertung von Diskussionsforen im Internet. Dabei wird der Frage nachgegangen, inwieweit ein fachspezifischer, webbasierter Diskussionskorpus zur digitalen Kunst mittels Methoden der natürlichen Sprachverarbeitung und Informationsextraktion ausgewertet werden kann. Zielsetzung ist es, werkspezifische Aspekte zu ermitteln und hinsichtlich einer auf SciDoc CRM basierten Ontologie zu klassifizieren und somit die Werke zu annotieren. Liebe Canan. Herzlichen Glückwunsch für euer sechsmonatiges Fellowship im Daria.de-Kontext. Wir sind allesamt sehr gespannt und aufgeregt für eure Projekte, für euren Projektfortgang und vor allem auch für die Integration mit der weiteren Entwicklung von Daria.de, die eben sehr stark in den einzelnen Clustern hier zusammengeführt wird. Herzlichen Dank und alles Gute und viel Glück. Wir sind unheimlich gespannt auf eure Ergebnisse. Fechner. Okay, dann. Martin. Machst du direkt? Gut. Dann lassen wir sie jetzt nicht weiter im eigenen Saft schmoren. Es geht direkt weiter mit der Verleihung des Daria.de Awards 2015. Der auch erstmals verliehen wird und mit einem Preisgeld von insgesamt 1.800 Euro dotiert ist. Stefan hat es schon angedeutet, unserer Jury ist das nicht leicht gefallen. Wir hatten viele pfiffige Einreichungen, da drei Gewinner auszuwählen. Und ich darf Ihnen jetzt, also und genau das muss ich noch vorausschicken, es sind keine Platzierungen, sondern es sind drei gleichwertige Preise an drei tolle Gewinner vergeben worden. Ich darf Ihnen jetzt zuerst vorstellen Alexander Dittus, Studienrichtung Restauration und Konservierung. Prämiert wurde seine Masterarbeit zum Thema Reflectance, Transformation, Imaging, transparenter Materialien. Sie erinnern sich vielleicht auch noch gestern an den Poster Slam und an das Poster. Reflectance Transformation Imaging ist ein Verfahren zur Erzeugung digitaler interaktiver Streiflichtaufnahmen. Die Arbeit wendet das Verfahren erstmals auf transparente Materialien an, was bisher für unmöglich gehalten wurde. Dadurch konnte eine neue Dokumentations- und Visualisierungsmöglichkeit für Kunst- und Kulturgut aus Glas und Kunststoff geschaffen werden, welche die Erforschung und das Teilen von Erkenntnissen zu diesen Objekten voranbringt. Alexander Dittus, darf ich. Herzlichen Glückwunsch. Machen wir erst. Ich darf auch diesen schönen Award. Okay. Ein weiterer Award geht an Timo Homburg, Studienrichtung Informatik Chinesisch. Auch hier wird seine Masterarbeit prämiert, und zwar zur Wortsegmentierung akkadischer Keilschrifttexte unter Zuhilfenahme chinesischer Segmentierungsanalogarithmen. Ui, was für ein Zungenbrecher. Okay. In seiner Masterthesis geht es um die Anwendung von für die chinesische Sprache optimierten Segmentierungsalgorithmen auf die akkadische Keilschrift und eine Performance-Analyse dieser im Vergleich zu einem chinesischen Korpus.
Die Master-Thesis leistet somit Grundlagenforschung im Bereich der automatischen Sprachverarbeitung von Keilschrift. Darf ich Sie auch nach vorne bitten? Ein weiterer Award geht an eine Gruppe von Studierenden, und zwar Martin von Lupin, Marie-Claire Leidinger und Philipp Geuder, die von der Studienrichtung Interface Design, die haben in einem Rahmen eines Studienprojekts ein Tool erstellt, und zwar eMosaic. eMosaic ist ein Online-Tool, welches Emotionen eines Textes in Farben umwandelt, um diese dann zur Textexploration und Textanalyse zu verwenden. Die generierten Farben werden innerhalb mehrerer interaktiver Visualisierungen genutzt, wodurch verschiedene Emotionsebenen und Aspekte des Textes schnell erfasst und exploriert werden können. Das Tool ist frei zugänglich und kann von jedem mit eigenen Texten verschiedener Länge genutzt werden. Also ein innovativer Ansatz zur Textanalyse. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Darf ich Ihnen den Antrag stellen? Und das ist die Urkunde für Herrn Geuder. Vielleicht können Sie die auch. Das ist Leckenhofstein. Okay. Dann herzlichen Dank nochmal und herzlichen Glückwunsch. Und dann kommen wir zum Poster Award. Genau, alle. Kurz was zu UKF. Bevor wir allerdings zum Poster Award gehen, nochmal ein ganz großes Dankeschön an einen unserer Kooperationspartner, die Open Knowledge Foundation Deutschland, die nicht nur sowohl den Award als auch den Fellowship organisiert, begleitet und betreut haben, sondern darüber hinaus auch mit sehr vielen innovativen Ideen das Ganze, ja, auch für uns in einem neuen Feld einfach weiterentwickelt haben. Unter anderem auch die Daria.de, die Age Awards, die Sie hier sehen, wurden in einer nicht Nacht- und Nebelaktion, aber in einer Wochenendaktion extra hergestellt und gefräst. Insofern, lieber Markus Neuschäfer, lieber Christian Heise, wenn ihr gerade mal kurz aufstehen könntet. Herzlichen Dank. Genau. Und lieber Werner Wiegstein, ich übergebe an dich für den Poster auf der rechten Seite. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass ich den Digital Humanities Summit Poster Award 2015, das Alter, man sieht es, ja, man hört es, der Textgrid von Textgrid Daria verleihen darf. Sie haben ja alle abgestimmt, ich muss auch die Poster gar nicht mehr vorstellen, denn Sie haben sie gestern alle gesehen. Es ist eine beträchtliche Zahl, 92 abgegebene Stimmen können wir registrieren. Und wer hat gewonnen? Die Gewinnerin ist Caroline Hahn. Wie in Arkadien, Rom-Aufenthalte zwischen Kunstbetrachtung und Gruppenbildung, eine Analyse auf Grundlage deutschsprachiger Reiseberichte 1816 bis 1833. Der Award wird nicht ganz für eine Reise reichen, aber vielleicht schon mal für den Einstieg. Herzlichen Glückwunsch im Namen von Daria. Damit ist die Preisverleihung beendet.